liebe Gäste des Talk-Panels Social Media in the Media. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier am Campus Hamburg der MHMK, Makromedia Hochschule für Medien und Kommunikation. Mein Name ist Andreas Seppel-Seger. Das, was unsere Hochschule auszeichnet, ist im Wesentlichen das, was man so angewandte Wissenschaft nennt, nämlich die Verknüpfung von Theorie und Praxis. Und so passt die heutige Veranstaltung im Grunde auch idealtypisch hier hinein. Sie nutzen Facebook, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben, sich vielleicht mit Bekannten zu treffen. Vielleicht nutzen Sie auch Xing, um geschäftliche Kontakte zu pflegen. User-generated Content, kommuniziert über soziale Netzwerke, ist zum Recherchegegenstand von Journalisten geworden. Und die Inhalte ergänzen, wie beispielsweise in den klassischen TV-Nachrichtensendungen, inzwischen redaktionell erstellte Beiträge. Nun aber soll es losgehen und ich darf Ihnen die Gäste vorstellen. Ich fange an ganz außen mit Sebastian Keil. Er hat, wenn ich so sagen darf, die idealtypische Karriere eines Sozialwissenschaftlers durchlaufen. Ich freue mich, Christian Richter heute hier am Campus Hamburg begrüßen zu dürfen. Toll, dass du da bist. Ja, der dritte Gast in der Runde ist Nikolaus Röttger in der Mitte. Initiator, Gründer und Redaktionsleiter des Business-Magazins Business Punk, das im Gruner und Jahr Verlag erscheint. Mit dem Konzept von Business Punk hat Röttger gemeinsam mit Kollegen an einem Ideenwettbewerb bei Gruner und Jahr teilgenommen. 2009 wurde das Magazin dann testweise aufgelegt und ganz offenbar mit Erfolg. Denn die Zeit des Experimentierens ist, wenn ich hier mal so aus der Ankündigung zur heutigen Veranstaltung zitieren darf, offensichtlich auch für dieses Magazin vorbei. Damit, denke ich, können wir jetzt inhaltlich auch einsteigen. Ich würde mit dir auch gleich beginnen wollen. Business Punk, so hatte ich das eben angeteasert, integriert im Prinzip den Output von Fans auch und Fans und Followern in das eigentliche Medienprodukt. Funktioniert so die idealtypische Verbindung von Inhalten und Community? Wir haben da auch viel rumexperimentiert von Anfang an. Das fing damit an, dass als wir nachts da saßen und Business Punk produziert haben, abends um 11 einfach mal in die Facebook-Gruppe gefragt haben, hat denn irgendjemand jetzt einen Musikvorschlag? Und dann kamen da irgendwie über 100 Vorschläge und wir haben dann die Songs gespielt und die Leute daran teilhaben lassen und haben dann in unserem Editorial ein Dankeschön gesagt und unsere Top 5 Songs dort genannt. Das, was du gerade geschildert hast, ist im Prinzip ja das, was wir von verschiedenen Online-Communities auch kennen. Wodurch entsteht jetzt hier der Mehrwert durch das Format Print? Ich glaube, dieser Mehrwert, eine lange Geschichte zu erzählen über Leute, die man sonst auch im Internet verfolgen kann, das ist das, was Business Punk ausmacht. Und das ist das, was, so wie ich das Feedback unserer Fans und Leser interpretiere, auch das Spannende daran, dass man eben hinter die Kulissen guckt und nicht nur sieht, was machen die Leute, also das kann man ja gut nachverfolgen mit Tweets oder Blog-Einträgen, sondern auch, wie machen das die Leute? Also unser Anspruch in den Geschichten ist immer auch zu erzählen, wie machen das Leute, wie haben sie ihr Unternehmen aufgebaut und nicht nur, was machen sie. Das war jetzt der Mehrwert quasi für die Leser. Warum möchte ich ein Printmagazin haben? Wofür braucht Business Punk jetzt die Social Community? Für uns ist die Community tatsächlich als Feedbackorgan, als Ideengeber, als da wird der Spirit der Marke transportiert. Man gibt mit Social Media auch die Marke ja nach draußen und man bekommt Feedback von den Leuten. Und es ist nicht mehr das, was für die Verlagsbranche ja lange, lange galt. Man schickt irgendwo ein Heft ein und wenn man Glück hat, kriegt man irgendwie einen Leserbrief und der wird dann irgendwo beantwortet und dann entsteht eine bilaterale Kommunikation zwischen dem Kundenservice und dem Herrn oder der Dame, die sich beschwert hat. Und das ist eine offene Diskussion, die Leute sind Teil der Marke und ich finde es auch richtig, die Leute Teil der Marke zu machen und daran teilhaben zu lassen. Christian, wie sieht es im Radiobereich aus? Funktioniert das im Radio genauso? Es gibt ein paar Dinge, die sozusagen Einzug erhalten haben. Das ist vor allen Dingen sowas, Musikwünsche wurde gerade gesagt, das ist mittlerweile das Tool, um an Hörerwünsche überhaupt ranzukommen. Wenn man einen Moderator postet, welche Songs soll ich spielen, dann hat er sofort 140, 200 Posts ja, von Wünschen von Leuten, die gerne was hören möchten im Radio, also sozusagen den Medienbruch da auch. Und das ist mittlerweile wirklich das einzige, das Tool, was genutzt wird, um diese Hörerwünsche auch einzusammeln und sie dann wirklich dann auch auszuspielen. Es wird fast gar nichts anderes mehr genutzt, weil es am besten, am effizientesten so auch funktioniert. Wo wollen jetzt die Kunden in der Medienbranche von dir hin? Also wie machen Sie das? Wie integrieren Sie möglicherweise Social Media in die eigene Unternehmenskommunikation? Und wie lässt sich Social Media beispielsweise auch gerade für Medienmarken dann ganz konkret nutzen? Social Media sehen wir ja als sehr Echtzeitmedium. Also Twitter oder Facebook ist ja eigentlich so, das mache ich
und 5 Minuten später auf Pin wenden, wie bei Radio Hamburg, muss ich schon wirklich weit runter scrollen, bis ich da meinen Post wiederfinde. Und Radio ist ja auch sehr Echtzeit. Das heißt, also ich wünsche mir meinen Song und dann hoffe ich nicht, dass er morgen gespielt wird, sondern eigentlich, während ich noch zuhöre. Und bei euch ist es ja eher so, ihr erscheint jetzt viermal im Jahr. Da ist diese die Spanne von, ich poste was auf dem Facebook-Wall und am Ende sehe ich es im Heft. Und dann, und der Auslöser ist das Heft davor, ist ja schon eine sehr, sehr große Spanne. Und diese Spanne zwischen Echtzeit und Markenkommunikation oder Echtzeitkommunikation und reiner Markenkommunikation ist im Prinzip das, was wir auch so feststellen. Also je nachdem, was die Bedürfnisse des Kunden sind, was die Zielgruppe des Kunden noch ist, können wir darüber nachdenken, ob Social Media ein Thema ist. Wo wollen Medienunternehmen hin? Die Frage ist, wie können wir mehr Abos verkaufen? Dann würden wir uns überlegen, okay, wie können wir die Interaktionen da fördern und was ist auch der Vorteil davon, irgendwie ein Abo über Facebook zu machen? Oder wie ich kann ins Radio kommen, wie kann ich den Dialog fördern? Wie kann ich zum Beispiel Events von Radio Hamburg sponsoren und schicke da einen Facebook-Reporter hin, der dann hinterher seine Fotos vertaggt oder sowas? Kann ich alles machen. Man muss sich als Marke überlegen, was will ich mit dem Social Media und was bringt es mir am Ende? Das entscheidende Wort ist Kommunikation. Also, weil du gefragt hast, der Unterschied zwischen Marketing und Redaktion und Content. Am Ende geht es um Kommunikation. Man muss sich mit den Leuten unterhalten und man kommt ja gar nicht drum herum, sich nicht mit den Leuten zu unterhalten. Also ich finde, es muss schon sich klar sein, was das Ziel ist. Da gebe ich dir vollkommen recht, Sebastian. Was ich aber interessant finde, ist, man kann sich auch nicht verstellen. Ich glaube, dass als Unternehmen diese Medien so ehrlich geworden sind, so demokratisiert sind, dass sich einfach die Kultur eines Unternehmens eine ganz große Rolle spielt. Ich glaube, Business Punk wird es auch anders kommunizieren als Impuls oder Kapital mit denjenigen, die dort eben stattfinden. Aber im Endeffekt kommt es sehr auf die Kultur an, wie man das lebt und wie man nach außen dasteht. Das muss sich dann wiederfinden in der Kommunikation, im Diskurs auch mit dem Nutzer selbst. Wie hat sich deiner Wahrnehmung nach so der Redaktionsalltag verändert, in dem jetzt Social Media, vor allen Dingen jetzt in so einem Magazin, wie sozusagen du es verantwortest, aktiv sozusagen versucht wird, Social Media Kommunikation in das Produkt einzubinden? Ist das ein anderes journalistisches Arbeiten? Das heißt, für mich persönlich hat sich nicht so viel verändert, deswegen ist es auch relativ selbstverständlich. Ich glaube aber tatsächlich, dass sich viele Unternehmen, sowohl Medienkonzerne als auch andere Unternehmen, auf genau das einstellen müssen, was du vorhin gesagt hast. Es wird einfach da draußen gesprochen und es funktioniert nur, wenn man mit den Leuten spricht, und dann funktioniert es auch nur, das kann ich nur bestätigen, wenn es authentisch ist, wenn es echt ist. Also wenn die Leute dahinter das auch wirklich so meinen. Es funktioniert kein künstlicher Marketing-Trick, dass sich da irgendjemand hinsetzt und sagt, komm, wir bauen das mal künstlich auf. Das ist nämlich ein ganz normaler Dialog. Das ist wie wenn man hier im Raum sitzt und mit den Leuten sich unterhält, und dann muss man sich halt unterhalten. Dann ist man so, wie man ist. Und dann funktioniert auch Social Media. Ja, aber keine Angst haben, sondern machen. Ich bedanke mich nochmal bei den Gästen hier vorne auf dem Podium und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und eine spannende Woche. Restwoche Social Media Week. Dankeschön.